So, da sind wir wieder bei Let's Play Limbo. Und ich hänge ja immer noch an diesem Punkt hier fest. Wie ziehe ich nochmal einen Hebel? Ah, so war's. Ich denke, das war genug. Hoffe ich, sagen wir es mal so. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Punkt, wo ich gerade keine Ahnung habe. Ich bin schlecht. Ist das nicht genauso viel wie gerade eben? Ich weiß es nicht. Ich will ja nicht zu viel rauslassen. Ah, gut. Und geschafft. Yay! Okay. Blub, blub, blub. Warte. Ach nö. Nein! Ich hasse diesen Dreckskäfer auf dem Kopf. Nein! Ey, das ist doch... Nicht mehr nach rechts lenken, das ist doch zum Mäusemelken. Bleib stehen, bleib stehen. Oh, es ist unglaublich. Nach rechts sollst du gehen. Ich kann es nicht mal verhindern. Ich brauche auch dafür die Kiste. Lass die Kiste los. Geh nach rechts. Ich check's einfach nicht. Letztes Mal konnte ich doch nach rechts nach ein paar tausend Mal klicken gehen. Warum geht's jetzt nicht? Ich krieg die Krise. Ach, ich hab's verstanden, vielleicht. Los, komm hierher. Und abgesoffen. Ach Mann.
Dennoch interessiert mich, was da oben ist. Okay, und wieder zurück. Abgesoffen. Ich würde ja sagen, ich muss die Kiste irgendwie. Da war es zu spät dafür. Also, jetzt habe ich auf jeden Fall verstanden, wie man die Richtung wechselt. Das kommt durch das Licht. Und abgesoffen. Los und in die Richtung. Nein, nein! Verkackt. Aber mal sowas von. Vielleicht muss ich auch einfach oben auf der Leiter warten. Ich weiß es nicht. Die Kiste scheint mir aber irgendwie sicher zu sein. Außer muss ich eh so oder so nach da drüben. Um die Richtung zu ändern. Also von daher kann ich die Kiste auch irgendwie damit hinschieben, wenn es geht. So, jetzt heißt es warten. Auf das Rohr. Los, Rohr, komm hier hoch. Ne! Stimmt. Jetzt habe ich auf jeden Fall verstanden, warum da Stacheln sind. Ich frage mich trotzdem immer noch, was das für ein Vieh ist, was ich auf dem Kopf habe. Und ich warte auf den nächsten Schub. Und es heißt warten. Aber wirklich warten. Nicht, dass ich gerade so wie gerade eben wieder in den Stacheln hatte. Weil es dauert ja ziemlich lange. Bis das Wasser hochgestiegen ist. So. Danke sehr.
Was haben wir denn hier hinten? Oh! Das steigende Wasser, stimmt! Uah. Was haben wir denn da? Links? Ach, es steigt nicht mehr weiter. Okay. Nicht gut. Okay, hier, da ist nichts. Wow. Okay. Ja, ich bin ja einer, der immer alles nachguckt. Hätte ja sein können, dass er ein Achievement ist. Ich bin auf einem Haus. Und ich bin tot. Ah. Regenrinne hochklettern. Kletter, 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 kletter. Ich dachte echt, die bricht noch ab. Wenn das tötet mich? Ich habe auch gar nichts anderes erwartet. Aber ich muss da oben rüber, denn so viel steht fest. Was haben wir da? Einen tiefen Abgrund. Einen Moment zu früh. Ach Gott, ist das ein scheiß Teil. Zurück. Ah. Ach. So, jetzt habe ich das verstanden. Und jetzt soll ich diesen Schalter da. Und schon ist der Strom aus. Aha. Yeah. Aber Hotel? Hm. Was hier ein Hotel so suchen hat und alles, das habe ich nicht ganz verstanden. Wann bricht denn das Ganze ab? Okay. Da unten ist auf jeden Fall nichts. Kapitel laden, ich will einfach mal gucken. Okay, hier ist das Kapitel. Das habe ich mir auch schon fast gedacht.
Hui. Und wir sehen, können wir ja eh noch. Hui, hui, hui. Oh. Ich will das kaputt. Geht. Ich will da mal durchfallen. Aber das passiert wohl nicht. Wo kann man es dazu bringen? Ich denke nicht. Ach so. Das ist so das, was man machen muss. Okay. Wo auch immer das jetzt hinführt. Was haben wir denn da links? Autsch. Aber ich denke, hier ist ein neues Kapitel. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.